Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play No Man's Sky. Ich habe hier das System Shigeru Miyamoto habe ich entdeckt. Und ja, es ist wieder ein neues System, was unterm Strich aber wahrscheinlich wieder genauso aufgebaut ist wie alle anderen auch. Und man wieder auch... Okay, keine freien Plätze. Soll ich jetzt da mal landen oder ich fliege einfach weiter? Komm. Ich fliege einfach direkt weiter. Ich will möglichst schnell zur Atlas-Schnittstelle kommen. Ich fliege jetzt einfach so lange weiter, bis mir der Saft ausgeht. Hyperantrieb hat keinen Treibstoff. Okay, so viel zu dem Thema. Moment, da müssen wir mal kurz für... Nein! Nicht schon wieder die Map. Zurück, 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 zurück. Stopp, raus, 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 raus. Falsche Taste. Hatte noch den Finger auf M und hab natürlich mit meinem Superhirn direkt gedrückt. Hier, das würde ich ja gerne. Warp-Reaktor, das würde ich ja gerne mal reparieren. Aber ich finde ja nirgends Iridium. Das ist ja das Blöde. So, jetzt machen wir erstmal hier wieder eine Warp-Zelle. Suspensionsflüssigkeit. Dann brauchen wir Antimaterie. Und dann brauchen wir eine Warp-Zelle. Das gleiche nochmal, würde ich sagen. Oh, mir fehlt Zink. Okay. Habe ich keinen Zink mehr? Auch nicht im Raumschiff? Okay, dann müssen wir wohl mal wieder landen. Das ist wohl so dann. Ja. Scheiß Inventar-Tetris. Das nervt so wahnsinnig. Wirklich, es nervt einfach. Alter! Wie es nervt. Wirklich, wie es nervt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch hier mal irgendwas in Gänze verschieben können hier. Moment. Das laden wir erstmal auf. So, jetzt kommt das rüber. Ey, wirklich, 90% des Spiels sind einfach nur Inventar-Tetris. Das ist echt so lächerlich. Soll man echt sagen. Plutonium. Phanium. So, dann landen wir jetzt mal auf der Kugel. Und wenn es da auch wieder kein Iridium gibt, dann beiß ich in die Auslegeware. Aber wirklich. Ich habe hier nicht mal Auslegeware. Insofern kann ich da auch nicht reinbeißen. Warum sage ich das? Ihr wisst das eh nicht. Verdammt. So. Mal sehen, was es hier so gibt. An tollen Sachen. Auf jeden Fall schon mal eine Vegetation. So. Da sehen doch schon wieder nur so diese blauen Säulen. Da gibt es doch schon wieder nur hier Dings Chrysonit oder wie es heißt. Lande jetzt hier. Was? Nee. Hier lande ich jetzt. So. Biom angenehm, Wächter Standard, Flora abundant, Fauna normal. So, so. Da bin ich ja mal auf einem angenehmen Planeten gelandet. Das gibt's ja gar... Ha, oh Gott, nicht runterfallen. So. Das Gagwort für Verzweiflung habe ich gelernt, ja. Das passt, wenn ich das mal sagen darf. Ein sehr treffendes Wort. Das beschreibt gerade meine derzeitige Situation. Ah, schon wieder Iridium. Ich wusste es. Ich wusste es. Es muss doch mal möglich sein, irgendwo mal Iridium aufzutreiben, verdammt. Es kann doch nicht sein, dass Iridium jetzt echt das seltenste in diesem verdammten Universum ist, oder nicht? Halt, Moment, ich brauche auch Zink. Gab's denn jetzt hier? Zink, genau. Zink brauche ich für meine Warpzellen. Das müssen wir unbedingt mitnehmen. So, was ist das da? Bestimmt wieder Kupfer. Ich sag's euch, Freunde, ich sag's euch. Das ist Kupfer. Jetzt bau da mal was ab hier. Ja, es ist Kupfer. Ich wusste es. Ich wusste, dass sowas von, dass das Kupfer ist. So, irgendwelche Kristalle hier in den Höhlen oder so. Irgendwas Spannendes. Ne. Ich scanne mal. Da ist nochmal Kupfer. Da oben ist auch nochmal Kupfer. Da ist rechts auch nochmal ganz viel Kupfer. Nicht Kupfer hier. Wie heißt es? Zink. Ich arbeite mich jetzt hier hoch zu dem Zink, dann nehme ich das ganze Zink mit und dann haue ich wieder ab. Brauche Iridium. Muss hier auf einem Planeten, wo es Iridium gibt.
Ganz dringend. Das ist jetzt meine Mission. Dann kann ich nämlich meinen Warp-Antrieb ein bisschen noch aufpimpen. Und dann kann ich schneller reisen bestimmt. Dann kann ich auch mal einen Planeten überspringen. Da muss ich nicht immer so auf 1:1 von Planet zu Planet springen. Das ist nämlich voll ineffizient. Wenn man größere Strecken überbrücken möchte. Ah, Moment, da gibt's Zeug. Da gucken wir gleich mal hin. Vielleicht habe ich ja mal Glück und es gibt da mal Iridium drinne oder so. Ahaha, das war so klar. Ja, Schiff ist außer Reichweite. Danke dafür. Ey, ohne Witz, das geht mir langsam echt ein bisschen auf den Zeiger. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich schon meinen Anzug auf Maximum ausgebaut, ne? Hey, Moment mal, was ist denn das? Okay, das ist definitiv was anderes. Moment, da gehen wir mal hin. Ich muss aber, bevor ich das mache, muss ich doch nochmal mein Inventar ausleeren. Weil sonst, ne? Sonst habe ich keinen Platz, um das mitzunehmen, was immer es ist. Was können wir denn verschieben? Die Suspensionsflüssigkeit am besten. Nee, warte mal, Moment. Wir machen das jetzt mal anders. Ich würde jetzt ganz gerne mal versuchen. Ich löse jetzt mal hier. Nein! Ah, ich löse jetzt mal hier den Kohlenstoff, den löse ich jetzt mal auf. So. Dann verschiebe ich die Suspensions. Hä? Achso. Ist immer noch nicht in Reichweite. Mann, da hinten steht's doch. Was ist das denn für eine mickrige Reichweite? Meine Güte. So, bin ich jetzt nah genug dran? Kann ich jetzt? Ja, bitte, es geht doch. So. Jetzt übertragen wir nämlich Elektronendampf und den ganzen Spaß. Und dann kann ich jetzt nämlich hier. Kann ich doch bestimmt jetzt Antimaterie. Genau. So, dann machen wir nämlich hier jetzt eine Warpzelle draus. Jetzt fehlt wieder Fanium. Ich krieg einen Kasper hier. Scheiße, wo kriegen jetzt hier Fanium her, hier unten? Naja, okay, gut, aber die Antimaterie nimmt erstmal nicht so viel Platz weg wie der andere Kram. Wie viel Platz habe ich jetzt im Inventar? Einen. Und warum habe ich eigentlich noch Suspensionsflüssigkeit? Hatte ich echt so viel davon? Okay, egal. Ich gehe jetzt dahin, wo es dieses komische Zeug gibt. Und dann schauen wir mal, was das ist. Vielleicht ist das ja Iridium. Das wäre so ein Knaller, wirklich. Das wäre so ein Knaller. Ich glaube ja fast schon nicht mehr dran, dass ich noch welches finde. Aber mal gucken. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht finde ich unterwegs ja auch noch Fanium aus irgendeiner Quelle. Aus vielleicht solchen Knubbelpflanzen oder so. Mal schauen. So, hier wird es jetzt ein bisschen schwierig. Hier geht es ein bisschen steil nach unten. Da müssen wir abbremsen. So, wenn das da hinten jetzt nichts ist, ne, dann raste ich aus. Wenn sich das dann, wenn ich davor stehe, verwandeln sich diese Quellen nämlich immer in was ganz anderes. Am Ende ist das dann wieder Gold oder so. Irgendwas, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Da lache ich mich ja dann aber kaputt, liebe Freunde. Da lache ich mich sowas von kaputt. So, jetzt gehen wir hier hoch. Komm schon, lauf. Das schaffst du, komm, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Jawohl, sauber. Ist voll weit weg. Hätte ich lieber hinfliegen sollen. Ach, so ein bisschen Training für die Treter ist auch gut. Es hält fit und jung. Oh Gott, scheiße. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. So, Jetpack aufladen lassen, dann Anlauf nehmen, dann rüber flitzen. Da hinten ist nochmal so ein Knubbel. Boah, lass es Iridium sein, bitte, lass es Iridium sein. Aber wahrscheinlich ist es wieder nur Aluminium oder sowas. Weil Iridium wahrscheinlich echt nur in so Kristallform vorkommt. So, jetzt sind wir am Knubbel dran. Es ist Aluminium. Ach man, ich könnt ausrasten. Das ist wieder sowas, was ich überhaupt nicht brauche. Oder brauche ich das für irgendwas? Brauche ich das für irgendwas, das Aluminium? Nö. Brauche ich nicht. Scheiße. Okay, da habe ich den Weg umsonst gemacht. Und hier gibt es nicht mal Zink in der Nähe. In der unmittelbaren. Nur da hinten, da habe ich jetzt keine Lust hinzulaufen. Da gibt es Zink. 3 Stück, das nehmen wir jetzt natürlich noch mit. So, laufen, 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 laufen.
Was? Oh! Kleines Wesen. Ein Stegozebra. Huch. Nein, wo waren jetzt? Da oben. Ein Stegozebra, ein kleines. Hey, Moment mal, was ist denn das? Titan. Brauche ich nicht. Warum kann das denn nicht Iridium sein? Jetzt mal ehrlich, warum kann das kein Iridium sein? Denn man kriegt immer nur das, was man nicht braucht. Es ist echt so scheiße. Wirklich, das ist so scheiße. Es ist einfach nur so scheiße. Es geht in diesem Spiel einfach nur darum, das ist wirklich das Einzige, was das Spiel herausfordernd macht. Die Ressource zu finden, die man gerade braucht und den Inventarplatz dann auch dafür freizumachen, ohne was Wichtiges zu löschen oder wegzuschmeißen. Das ist die einzige Herausforderung in diesem Spiel, wirklich. I shit you not. Ansonsten ist das Gameplay wirklich für einen hohlen Zahn eigentlich. Muss man wirklich mal sagen, also die Illusion hält wirklich nicht sehr lange vor, muss man wirklich sagen, also so nice das auch ist mit den prozedural generierten Umgebungen, aber gameplaymäßig ist es halt wirklich immer das gleiche. Also so sehr ereignislos, muss man schon mal festhalten. Oh nein! Nicht fallen. So, ich arbeite mich jetzt einfach nur noch zu meinem Raumschiff vor. Dann baue ich nochmal eine Warpzelle und dann machen wir nochmal einen Sprung. Ich muss doch irgendwann mal in ein System kommen, wo ich, wenn ich im Weltall auf die Asteroiden schieße, Iridium bekomme. Es muss doch mal irgendwo, muss das doch mal gehen, oder nicht? Mal davon abgesehen, dass sowieso ganz viel Iridium in Asteroiden vorkommt. Also ist das auch noch nicht mal richtig logisch mit dieser Logik. Ah, da ist Thanium. Eine Thaniumquelle, das brauche ich jetzt. So, Moment. Um was ging es jetzt nochmal wegen dem Thanium? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Warpzelle, ne? Genau, Thanium brauche ich für eine Warpzelle. Okay. Dann scannen wir doch nochmal. Wie zeigt denn der das an auf der Map eigentlich, das Thanium? Als Blitz, ne? Das ist so ein Blitz. Oh Gott. Abgrund. Ist ganz schön tiefgründig hier. Nochmal scannen. Achso, das ist da unten. Nö. Ah, da ist Thanium. Vielleicht kriege ich ja auf dem Weg zum Raumschiff genug Thanium, um den Warp-Antrieb dann aufladen zu können. Das wär's ja. Da ist Thanium. Sehr schön, sehr schön. Wow, wow. Scannen. Da drüben ist auch Thanium. Hä, hey, Moment mal. Das ist Thanium. Ach, das ist unten drunter. Na tolle Wurst. Moment. Hier ist auch nochmal was. Genau, da ist nochmal Zink. Brauchen wir auch. Ganz wichtig. Nehmen wir mit. Den Wissensstein habe ich schon erkundet. Da drüben ist nochmal. Was ist das da? Ah, das ist Plutonium. Brauchen wir nicht so dringend. Okay, dann steigen wir mal wieder ein. So, mal gucken. Also, was brauche ich jetzt nochmal? Reicht es? Nee, reicht natürlich nicht. Okay. Ah, nein! Eine Einheit fehlt. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, gut. Das muss ich jetzt noch finden. Das wäre sonst ein Rohrkrepierer. Guck mal, da ist auch noch Zink. Das habe ich übersehen vorhin. Es muss doch hier noch eine Einheit Thanium geben irgendwo. Kohlenstoff. Da ist nochmal Zink. Was ist das denn da? Ein Busch. Dass der mit dem Fernglas aber auch nicht anzeigt, was da jetzt genau ist für eine Rohstoffquelle, ne? So, ach, ich fliege jetzt los. Keine Lust mehr, der Planet ist langweilig. Hallo? Steig ein. Danke, bitte. Und los!
Impulsantrieb offline, ja, ja. Bla 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 bla. So. Los. Und stopp. So, was nehmen wir uns denn jetzt vor? Erstmal hier Phanium abbauen. Okay, näher ran. Hä? Ah, okay. Phanium. In den feinen Plätzen einzeln Schiffsinventar. Ich habe wirklich gar keine freien Plätze mehr. Okay, dieses Kupfer hier, das vernichten wir jetzt. Warpzelle. Ja, Produkt hergestellt. So, Hyperantrieb. Gleich mal aufladen. Und jetzt, meine lieben Freunde, machen wir einfach nochmal einen Hypersprung. Dann komme ich vielleicht auch möglichst schnell zur Atlas-Station. Mal gucken. So, genau. Aktivieren. Und ich würde sagen, an der Stelle ist auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge No Man's Sky und dann sind wir im nächsten System angekommen. Bis zur nächsten Folge No Man's Sky. Bis dann, ciao, ciao.